Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute gehen wir zum zweiten Teil von der inneren Ruhe. Wie kann man die innere Ruhe herstellen, respektive wie kann man bei der Unruhe wieder in eine Ruhe kommen? Und im ersten Teil habe ich ja schon sehr vieles gesagt, auch von der inneren Familie und so weiter, dass wir da ein ganzes inneres Konstrukt haben, wo die einzelnen Teile dann zur Sprache kommen und uns dann dort drin, in eine gewisse Stimmung bringend, wo dann auch die Stimmung dann auch sagen kann, sind wir glücklich, sind wir unglücklich und so weiter. Und heute geht es jetzt in dem Teil weiter mit Achtsamkeit und Resilienz, dort, wo wir letztes Mal auch aufgehört haben. Dazu ist gekommen die somatische Intelligenz. Was ist das denn eigentlich? Eine somatische Intelligenz ist das Körpergefühl, das nach innen lassen, was könnte dort innen ablaufen, was könnten für Ursachen sein, dass ich jetzt in dieser Unruhe bin. Und diese somatische Intelligenz, die ist ganz wichtig in dem Sinn, dass wir versuchen, einen Platz zu finden, wo wir ganz in der Ruhe sind und es wirken lassen, was innen läuft, um können auf das Innere den Ego. Das machen wir auch, wenn wir mit der inneren Familie arbeiten, dass wir dort schauen, was ist denn jetzt für einen Teil denn gerade aktiv. Und so ist die somatische Intelligenz eben auch wichtig, nicht nur für unseren Körper im Sinn vom Stress, den wir haben, sondern den kann man wunderbar einsetzen, auch bei der Ernährung. Weil wenn wir dann dort wirklich spüren, wenn haben wir genug, was tut uns gut, wie viel tut uns gut, dann können wir gleichzeitig über die somatische Intelligenz auch abnehmen oder unser Idealgewicht eben wieder finden. Dann kommen wir zu den drei Formen der Liebe. Das ist die Liebe zu sich selber, die Liebe zu anderen und die Liebe zur Schöpfung. Und der dritte Punkt, die Liebe zur Schöpfung, das ist ganz ein spezieller Punkt, weil dann kann man sagen, das Universum hat etwas so wollen, ich kann auch gewisse Sachen abgeben, die Weisheit vom Universum und die göttliche Weisheit, die treibt uns, die begleitet uns. Und jetzt müssen wir einfach schauen, jetzt können wir deren sich hingehen und nicht einfach irgendwo in einem Kopftheater sein, wo wir dann auch ein Szenario aufrufen, wo uns einfach unruhig machen. Darum ist für mich die dritte Liebe, und Liebe kommt ja vom Wort Interesse haben. Wenn man an etwas Interesse hat, dann fängt man an, das ja lieben. Und dieses Interesse an sich selber, an anderen und eben am Universum, an dem, was da gestaltet worden ist, das kann dann wieder helfen, auch in eine Relativität zu kommen und auch in ein Sagen, das Leben geht ja weiter. Also auch mit dem ganzen Szenario, wo man dann aufbaut, kann es dann wieder heißen, ich sehe es jetzt zwar nicht, aber das Leben gibt mir irgendwo Vertrauen und es ist immer weitergegangen. Das ist da eine ganz wichtige Sache, auch für Achtsamkeit und Resilienz können aufbauen mit dem Bewusstsein. Jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema, nämlich dem Journaling, weil dort können wir unsere Gefühle reflektieren. Und zwar, dort ist auch so vorgehen, dass wenn Sie mal heransitzen und dann einfach zuerst mal notieren, was ist denn das, was mich jetzt momentan unruhig macht und vielleicht auch warum, so dass man sagt, in welches Netzwerk stelle ich denn diese Informationen, wo diese Unruhe erzeugen, so dass ich da zuerst mal Klarheit habe mit Schreiben. Schreiben hilft und da kann man sich überlegen, handgeschrieben ist sehr intensiv, weil dort hat man gerade die Motorik auch mit dabei, anstatt nur mit dem Computer schreiben. Und dann kann man, wenn man das erste Mal gemacht hat, kann man sich fragen, warum sind meine Gefühle so, wie sie sind zu dem Thema. Und dann einfach so flüssen lassen, die inneren Gedanken und die gerade auch direkt notieren. Und dann welche Gedanken sind dahinter, was ist dort drin, in welchem Konzept, in welchem Zusammenhang sind die? Und dann schlussendlich, was sind denn überhaupt meine Ziele? Wohin soll das führen? Was will ich denn überhaupt? Und wenn man das mal einfach so für sich einmal geschrieben hat, man das nimmt vielleicht
10 Minuten, eine Viertelstunde Zeit. Und dann kann das Ganze mit einer anderen Distanz angeschaut werden und sagen, aha, mal dahin könnt ihr ja steuern. Dann der nächste Schritt, das ist das Visualisieren und Affirmationen. Das beim Visualisieren ist es auch wichtig, dass man mal auch rauskommt aus dem, wo man jetzt gerade drinnen ist und sagt, ja, was könnte denn ich wählen, was brauche ich? Und darum, wie sollte das ideale Leben vorgestellt werden? Nämlich zuerst einmal Selbstvertrauen stärken. Dann die Selbstliebe und Akzeptanz. Dann die Zielstrebigkeit und Motivation. Resilienz und Geduld. Geduld ist eine spannende Sache. Und positives Denken und Kreativität. Das kann man einpacken in unsere Vorstellungen, so wie sollte denn das Leben laufen. Und da kann man natürlich auch schauen, in welchem hapert es denn am meisten. Wenn man jetzt das da so ein bisschen durchgeht, dann jetzt bei mir selber, da habe ich dann immer wieder ein bisschen Mühe. Und diese Mühe mit der Geduld kann man sich dann auch wieder hinterfragen, warum diese Ungeduld. Die Mühe mit der Geduld, das kann dann ein absoluter Schlüssel sein für innere Unruhe. Jetzt will ich einfach, dass das und das geschieht. Und das sind dann auch wieder Sachen, wenn man dann da hergeht und sagt, halt, jetzt stelle ich mir einfach mal vor, wie ich vorher gesagt habe, mit den drei Lieben, mit der dritten Liebe, nämlich Liebe zur Schöpfung, dass man sagt, ja, es ist auch, wenn ich Herdöpfel stecke, dann braucht es einfach eine Weile, bis sich etwas entwickelt. Und da muss ich auch nicht den ganzen Tag dem Herdöpfel zuhören, zum schauen, ist er jetzt gewachsen, sondern muss man wirklich drinnen lassen und entsprechend Geduld haben und wissen, das braucht einfach Zeit zum Wachsen. Und wenn man das sieht, dann kann man dann auch wieder mehr in Geduld kommen. Visualisieren ist immer wieder eine spannende Sache, wenn man sich wirklich daran Zeit nimmt und wenn man sich ganz etwas von Herzen wünscht, dann kann etwas plötzlich entstehen, dann entstehen wieder Daten, dann gibt es auch eine andere Schwingung und plötzlich gibt es sich Lösungen für das, was einem sehr betrifft und wo man daran am Arbeiten ist. Dann noch jetzt der achte Punkt. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil wir sind ja auch umgeben mit vielen Menschen. Und dort, wenn man dort die Menschen auswählt, die einem wohltun, die empathisch sind zu uns und können ein bisschen mitdenken oder mitfühlen, die haben alle einen grossen Erfahrungsschatz. Und dann kann man ja mal fragen, ja, wie siehst du die Situation? Mit deiner Erfahrung, wo du das hast. Und dann gibt es neue Perspektiven ins Thema. Und das ist ganz wichtig, dass man dann auch sich Zeit nimmt, um einen guten Austausch zu haben, um dann auch wieder in sich zu gehen, um zu sagen, ja halt, vielleicht könnte ich dort das eine oder die andere Information wunderbar brauchen, um dann auch wieder die Schulter locker zu lassen und zu sagen, alles wird gut und so kann auch die innere Unruhe eben zur Ruhe kommen und man kann wieder loslassen. Das ist sehr hilfreich, immer wieder zu Leuten gehen, die wirklich auch eine Kompetenz dafür haben und einem selber auch verstehen. Das ist eben ganz wichtig. Denn der neunte Punkt ist für mich auch ganz ein spannender Punkt, weil die Ernährung oder die innere Unruhe, das hat sehr viel mit unserem Magen zu tun. Wenn wir unruhig sind, dann haben wir das Magenchakra, ist dann in einem Durcheinander. Und viele wissen ja schon, wir haben das Magenhirn und das hilft uns denken und hilft uns auch Lösungen anzubieten. Jetzt, wenn man dann hergeht und sozusagen falsche Nahrung nimmt zu sich, also falsch heisst zuckerreich, fettreich, zu viel, zu schnell und so weiter, dann sind wir einfach in einem schlechten Mut, dann läuft das nicht. Und von dort her
ist es unheimlich wichtig, um die Esskultur wirklich mit einbeziehen in die momentane Thematik. Und bei der Esskultur, Ernährung, kommt natürlich auch die Frage auf, ja, wie ist es denn mit Alkohol? Weil viele nehmen zur Beruhigung oder wenn sie unruhig sind, einfach ein bisschen mehr Alkohol. Das tut die Hirnströme verlangsamen und dort die Situationen vernebeln, kann man nicht gerade sagen, aber auf jeden Fall in ein anderes Verhältnis setzen. Und deswegen lehne ich eigentlich Alkohol als Beruhigungsmittel ab. Das gehört jetzt bei mir gar nicht dazu. Die Ernährung ist extrem wichtig auch für die innere Ruhe, dass man das Richtige isst. Und sehr oft tut man das eben vernachlässigt oder falsch machen. Oder? Und das heißt falsch, was heißt falsch? Man Stress essen. Stress essen, das macht erstens dick und es auf eine gewisse Art gehört zu uns Menschen, dass man, wenn wir auch Stress haben, auch essen wollen und essend. Aber warum denn nicht auch ein Apfel anstatt Schokolade oder anstatt Kuchen und zuckerhaltige Sachen. Jetzt, wir in der Kinesiologie teilen die Typen ein, in Kohlenhydrattyp, in Eiweißtyp oder Mischtyp. Das ist einmal eine Sache. Dann hat man ein bisschen eine Idee von der, was könnte man dazu essen, was tut einem gut und dann kann man weiter schauen. Jetzt, dein innerer Ernährer oder Ernährungsberater von Thomas Frankenbach, der geht einen Schritt weiter. Und der, Entschuldigung, der zeigt auf diese 8 Bodyguards. Und zwar der erste wichtige Sache ist, in Ruhe kommen, bevor man geht essen. Dass man dort wirklich die Ruhe findet und dann eigentlich erst von der Ruhe weg das, was es zum Essen gibt, sich auch vorstellt. Denn auch, dass man die Lust aktiviert hat, dass man wirklich innerlich spürt, ich habe eine Lust zum Essen. Das ist wichtig, es muss auch gut riechen. Und wenn man in dem Prozess drinnen ist, dann gehört kein Fernsehen oder kein Radio oder keine Ablenkung dazu, dann sollte man sich wirklich dem Essen ganz zelebrieren, ganz sich widmen. Dann aber auch ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt, um den Geschmack zu spüren. Versuchen Sie heute Mittag einfach einmal den Geschmack, den Sie haben im Mund, zu spüren und auch das Mundgefühl. Ist es ein gutes Mundgefühl? Ist die Haptik, ist das gut zum Beißen und so weiter? Und dann ist ganz wichtig wegen dem Esstempo. Essen Sie langsam. Man sagt, man sollte das Essen trinken und das Trinken essen. So dass man wirklich eine gute Mundverdauung hat. Das ist auch gut für die Speicheldrüse, die dann auch eine Vorverdauung abgeht. Dann die Nahrungsmenge, dass man sich irgendwo auch wahrnimmt, jetzt habe ich genug und ich höre den auf. Das ist auch wichtig, zum spüren, was brauche ich denn wirklich, was braucht mein Körper. Die Nahrungsmenge ist ganz wichtig, dass man auch weiß, wenn habe ich genug, dass man auch abstoppt. In der blauen Zone, das ist in der Zone, wo die Menschen sehr alt werden, dort haben sie die Regel, dass man aufhört, wenn man noch ein bisschen Hunger hat. Also wenn man ein bisschen Hunger hat, aufhören, sodass dort kein Überessen stattfindet und somit der Magen in einem guten System schaffen kann und dann natürlich auch die Bekömmlichkeit immer wieder klar wird. Ist mir das bekömmlich? Wie fühle ich mich nach dem Essen? Eine halbe Stunde nachher oder eine Stunde nachher? Bin ich dann müde? Danach ist es nicht bekömmlich gewesen. Und das sollte man sich eben merken, sodass man da in der Esskultur ganz an sich und das innere System angepasste Essverhalten zelebriert. Dann das andere Buch von Georg Hasler, was uns wirklich nährt. Das Buch
ist auch sehr empfehlenswert, respektive seine Arbeit ist unheimlich empfehlenswert. Das kann man übrigens auch als Hörbücher, kann man beide Bücher anhören sozusagen, um jetzt einen Einblick zu kriegen, wie ist denn das, das Innere, was braucht es denn da innerlich überhaupt, um dann festzustellen, was nährt uns, was macht uns wirklich da wieder satt, weil innere Unruhe ist ja etwas, was einem ja nicht nährt. Dort ist ja ein Mangel da, sonst wären wir ja nicht unruhig. Deswegen ist es eben wichtig, dass man da schaut, auch bei der Ernährung zur inneren Ruhe kommen können. Und jetzt Bewegung und Belastung. Das ist ein tolles Gebiet, weil das ist eine wichtige Sache. Weil sobald wir uns anfangen zu bewegen und ins Training kommen, dann haben wir die Myokine, die wir brauchen, um einen optimalen Nutzen daraus zu ziehen. Und dort geht es auch darum, dass wir uns nicht nur bewegen, weil das braucht noch nicht so viel Energie, sondern dass wir auch kontinuierlich uns belastend und auslastend, wenn wir da den Tagesablauf haben an Strenge, dass wir einfach rauskommen aus dem Alltag und dann aber wichtig die Regenerationszeit beibehalten, sodass da kann ein Muskelaufbau stattfinden. Wenn diese Prozesse ablaufen, dann ist das auch ein Teil zum Entzündigen nachbringen, aber auch ein Teil zum in innere Ruhe wieder zurückzufinden. Und ab und zu ist es auch so, dass man halt einmal in einen Boxsack geht oder wirklich hart trainiert, um können einfach diesen innere Frust und Unruhe zur Beruhigung bringen und dann tut man es eigentlich auch noch positiv nutzen. Nämlich, ihr Körper wird stärker und das macht wieder Spaß. Und jetzt kommen wir zum energetischen Heilmethoden. Und zwar an oberster Stelle haben wir jetzt da einmal Kinesiologie drin, weil ich auch Kinesiolog bin. Und dort drin haben wir ganz einfache Sachen, zum können, nämlich in diese Punkte, wenn wir diese Punkte halten, dann hat das eine Verbindung mit dem Magen. Und wenn wir jetzt den Punkt halten und ganz gut hören, dann kann es sein, dass wir links und rechts einen Puls spüren. Und jetzt geht es darum, ist der Puls gleich links wie rechts. Und sobald der in einem Gleichschlag ist, sozusagen, dann kann man sagen, wir sind vom Stress angekommen. Das ist einfach eine einfache Sache. Jetzt, was ich sehr oft mache, ist, um auch Stress abzubauen, zuerst einmal den Stress, wo man sich beschäftigt damit, mal eingeht, das kann man da eingehen sozusagen, wir speichern, und dann auch über Augenrotation, ob jetzt das links, rechts oder auf, ab oder im Kreis schauen ist, und gleichzeitig aber da oben fein klöpfelt, dann kann es zum Beispiel auch wieder zu Beruhigung kommen. Eine andere Methode ist, da auf dem Punkt, das ist der Magenpunkt, eigentlich nur, Lungenpunkt, nur fein massieren. Tief einatmen, ausatmen und auch an das denken, was einem stresst. Und auch, ja, da ist auch wichtig, wovon ich mich stressen lasse. Also das ist da. Und dann kann man sich ja fragen, warum lasse ich mich da stressen? Und wenn man das da massiert, dann sehr oft entsteht innere Ruhe. Interessanterweise, die Lunge, die hat auch wieder damit zu tun, ich bin tolerant, demütig und bescheiden. Und da geht es auch wieder darum, wie habe ich mich da positioniert, kann ich mich da wieder anders neu positionieren. Da gibt es sehr viele andere Möglichkeiten, wo natürlich da diese Filmzeit würde überfordern. Das Zweite ist die Selbsthypnose. Weil sehr oft sind wir mit eigener Hypnose dran, unser Willenskonstrukt, das Unruhigskonstrukt aufzubauen. Genauso gut können wir uns über Selbsthypnose ein Konstrukt aufbauen, das dann auch beruhigen kann.
Bei der Selbsthypnose, da geht es vor allem auch darum, sich auf den Atem zu fokussieren. So kann man auch, wenn man einatmet, ausatmet oder man sich vorstellt, beim Einatmen über das linke Nasenloch einatmen, über das rechte Nasenloch ausatmen. Wenn Sie das einfach mal probieren, auf diese Art kann man auch wieder zur Ruhe kommen und dort drin, sich auch immer tiefer ansetzt und vom Stress sich entfernen, vom inneren Stress. Dann kann man auch ganz bewusst sagen, okay, wenn man die Atemtechnik praktiziert hat, ich gehe mal auf die Muskulatur und schaue mal, wie stark sind die Beinmuskeln verspannt oder entspannt, wie stark ist der Rumpf entspannt, wie stark sind meine Kiefer entspannt und so weiter. So kann man in der Hypnose langsam dort reingehen und sich einfühlen. Und dort auch wieder den nächsten Weg zu machen, nämlich visualisieren. Und zwar, wenn ich vorgängig immer einen Ort visualisieren, wo mir Freude macht, wo ich mich wohl und geborgen fühle. So dass sie in der Selbsthypnose auch dort hinkommen, dass sie wissen, es gibt diesen Ort auch noch, wo Ruhe und Gelassenheit drin ist, dort, wo ich mich einfach eine gute Erinnerung kann. Bei mir ist es oft in den Bergen, wo ich gehört habe mit meinem Nene und in einem Stall nach einem Abend auch geschlafen habe im Heu. Das ist zum Beispiel das Bild, das ich jetzt sehr gerne habe. Und wenn ich in die Visualisierung hineingehe, dann bin ich sehr gerne auch dort, einfach zum wieder auch innere Ruhe können finden. Dann kann man natürlich auch zählen, sagen, okay, ich versuche mich einfach zu beruhigen. Ich zähle jetzt von 10 auf 0 und wenn ich bei 0 bin, dann bin ich ganz ruhig. Und so kann man 10, 9, 8, 7 und immer mehr in Ruhe kommen. Und so haben wir bei der Selbsthypnose ganz praktikable und gute Wege, um einfach wieder auf einen Moment in Ruhe zu kommen. Und dann aber auch, was ich auch sehr gerne mache, ist dann sagen, aha, in dem ruhigen Bereich hat es irgendwo eine Truhe und in dieser Truhe, da steht, dort hat es ein Blatt drin, dort steht eine Information für mich. Und zwar genau die Information, die ich jetzt brauche, um die innere Ruhe wieder herzukriegen. Und das sind ganz spannende Reisen über die Meditation, respektive auch über die Selbsthypnose. Jetzt kommen wir zum Schluss von dieser ganzen Weg zur inneren Ruhe. Und dort haben wir gefunden auch die Schüsslersalz. Nummer 2, Calcium Phosphoricum. Das unterstützt die Nerven und stabilisiert einem auch in stressigen Zeiten. Darum ist es auch dort mal wichtig, zu überlegen, was brauche ich wirklich. Danach das Nummer 5, Kalium Phosphoricum, stärkt Nerven und das Gemüt, besonders nützlich bei stressigen Lebensphasen, um Erschöpfungen und Nervosität zu bekämpfen. Das wäre das Nummer 5. Danach das Nummer 7, Magnesium Phosphoricum, hilft bei Verspannungen und fördert die Entspannung der Muskeln. Das Ganze eine tolle Sache, da kann man auch die heiße 7 draus nehmen. Und das heisst einfach, man tut am Abend etwa 8 bis 10 Tabletten heiß mit Wasser anmachen und vor dem Schlafen gehen, trinken. Dann können Sie auch noch besser entspannen. Denn Natriumchloratum kann helfen, die Stimmung zu stabilisieren und den inneren Frieden zu fördern. Das wäre das Nummer 8. Denn Silicea stärkt das Selbstwertgefühl und hilft bei emotionalen Herausforderungen. Das wäre das Nummer 11. Und dann schlussendlich Nummer 12, Calcium Sulfuricum, unterstützt den Körper bei der Entgiftung und der Verarbeitung von Stress. Das ist auch dann, wenn man zu hohe Toxine im Körper hat, zu viele Giftstoffe. Und dann zu den Bachblüten, da ist natürlich das Rescue an oberster Stelle. Ideal bei akuten Stresssituationen auch zum Beruhigen. Dann Impatienz, das hilft bei Ungeduld und innerer Anspannung. Dann die Cherryplum,
unterstützt, wenn, das Gefühl, wenn man das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren. Das ist eine ganz wichtige Sache auch. Denn Mimulus für Ängste und Nervosität in bestimmten Situationen. Und dann schlussendlich der Aspen hilft bei vagen Ängsten und Sorgen mit umzugehen. Weil die Mittel unterstützen auch immer wieder auf dem Weg zu der inneren Ruhe. Und da kann man natürlich sich fragen, ja, was brauche ich denn jetzt da? Am besten ist, also ich teste das meistens aus, muss ich jetzt eher mit der kinesiologischen Technik arbeiten oder müsste ich da mit einem Selbsthypnose-Programm arbeiten oder mit Schüsselsalz oder Bachblüten. Und je nachdem, was dann halt anzeigt, da, auf diese Sache würde ich mich dann auch konzentrieren und sagen, aha, in die, wenn man die vermehrt nimmt, dann entsteht auch wirklich die innere Ruhe. Ja, das wäre es für heute gewesen und auch für, ich hoffe, ich habe es jetzt hier nicht überfordert mit der inneren Ruhe und Unruhe, sondern wünsche Ihnen, dass Sie wirklich eine ganz ruhige, gelassene ja, Schneezeit und Adventszeit erleben. Danke fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und vital. Merci vielmals.